Was bringt er uns der Dienstag? Bisher noch relativ schleppend der DAX. Wenn wir uns den nämlich mal angucken, und zwar in der Kassa, also der reine Index, nur der Haupthandel der Börse, dann sehen wir, dass der bis heute eigentlich noch nicht so wirklich viel gebracht hat. Wir hatten zwar ein bisschen ein Aufwärtsgap, hier kann man das sehen, dann ist der Markt aber wieder so halbwegs runtergewackelt und hängt hier fest. Das sieht aber gar nicht ganz doof aus. Im Gegenteil, es gibt zumindest mal die Chance, dass wir, wenn diese Wackelei nun langsam aber sicher zu Ende geht und vor allen Dingen die fallenden Hochs, die wir hier haben, denn wir hatten die letzten Hochs bisher alle fallend hier, dann ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen. So mein Klassiker für einen möglichen Einstieg ist ja immer zu gucken, wo war das letzte Tief, wo war das vorletzte Tief, vorsichtig, das ist dazwischen, dann wäre das ein möglicher Trigger für die Long-Seite. Natürlich kann man aggressiver reingehen, natürlich kann man noch kleiner versuchen reinzukommen. Aber ich bleibe jetzt mal bei diesem Bild auf dieser Zeitebene. Alles andere sollte man dann eben vielleicht in 5 Minuten oder welchen Chart auch immer dann raussuchen, auf dem man sich dann heimisch fühlt. Das würde bedeuten, dass wir diese aktuelle Abwärtssequenz, die wir haben, diese, sagen wir mal, Bullenfahne, so ein bisschen sieht das ja danach aus, tatsächlich verlassen haben und wir die besten Chancen haben, dass es zumindest mal noch ein Stückchen nach oben geht. Denn die Chancen im Trend aktuell nach oben zu laufen, sind nicht schlecht. Aber, und das ist ganz wichtig, wir haben hier zwei Herzen in meiner Brust, die hier schlagen, nämlich wie häufig das des Bullen und das des Bären. So, welches wird gewinnen? Das wollen wir uns jetzt mal angucken. Die bullische Seite, das haben wir eigentlich eben gerade schon so halbwegs festgelegt, wenn er diesen wackeligen Trend hier nach oben verlassen sollte, dann wäre ich durchaus gewillt, hier auf der Long-Seite aktiv zu werden. Aber das ist ja noch gar nicht alles. Wir haben nämlich immer noch nicht nur diesen Aufwärtsarm, den wir hier haben, der ja durchaus hier so Tendenzen nach oben hat, sondern wir haben ebenfalls die Abwärtsseite und die ist sehr, sehr stark, sehr, sehr schnell, was wir hier sehen. Und wir sehen dagegen die Aufwärtsseite, die im Verhältnis dazu zumindest mal aktuell relativ langweilig und lahm ist. Und das ist genau die Gegenseite. Denn wenn wir hier das letzte Zwischentief durchstoßen, auch hier wieder letzte Hoch, vorletzte Hoch, dann wäre das der Shorty. Und das ist eine ganz große Kritik, die viele haben. Ja, wie jetzt Long oder Short? Was wird denn jetzt nun? Das weiß ich nicht. Aber ich habe zwei Fallen aufgestellt, nämlich die eine auf der Long-Seite. Das heißt, wenn der Markt hier drüber geht, als einfachstes Modell, man kann das noch komplexer gestalten, aber als einfachstes Modell, dann haben wir eine tolle Long-Idee. Wenn der Markt aber unten durchfällt, das ist offensichtlich Long vorläufig nicht relevant, dann haben wir eine wunderbare Short-Idee. Das haben wir immer wieder im Markt so. Also man weiß nicht 100%, was als nächstes passiert, aber man kann diese Fallen eben aufstellen und dann sagen, hey, soll er doch entscheiden. Ich mache halt das mit, was die anderen auch gerade tun. Das Ganze kann man, sollte man, muss man natürlich garnieren mit nicht nur einem Initialstopp, sondern vielleicht irgendeiner Nachziehlösung. Das heißt, wenn dann der Kurs tatsächlich läuft, zieht man den Stop nach. Das besprechen wir auch immer in unseren Trade des Tages. Also insofern haben wir da ja immer so ein bisschen, auch ein bisschen so den Lehransatz, was man wo wie machen kann. Also wer will, kann da natürlich auch nochmal konkret gucken, wie wir das Ganze dann anwenden von den Einstellungen und so weiter. Aber erstmal als grober Überblick das hier, um so eine Idee zu haben, wie man sich hier vielleicht aufstellen kann, um die nächste Marktbewegung, gleich in welche Richtung sie auch immer passiert, dann eben mitzunehmen. Beim Dow Jones sieht es grundsätzlich ähnlich aus, auch auf dem übergeordneten Bild. Ich weiß, es sind auch immer wieder viele dabei, die sagen, das Ganze klein, klein, das interessiert mich ja gar nicht. Ich will das große Bild sehen und da sieht es natürlich nach oben bullisch im Moment jetzt immer noch toll aus und diese Abwärtsfahne in dem Fall, das, was wir im Kleinen vorhin beim DAX hier eingezeichnet haben, ist das, was wir auf Tagesbasis beim Dow, auch in der Kasse, also auch der Index, hier im größeren Bild sehen, mit der Erwartungshaltung, dass wir da beim Bruch des letzten Zwischenhochs, da kann man hier so etwa festlegen, also ganz grob gesehen hier der Index bei 27.275, das jetzt bitte nicht wortwörtlich nehmen, bitte nochmal nachmessen, aber so um den Dreh habe ich das jetzt hier gerade angelegt und dürfte das passen. Haut das denn insgesamt hin? Ja, ganz schlecht ist das nicht, denn tatsächlich die Bewegung, die wir jetzt hier sehen, die ist ja durchaus schubmäßig unterwegs. Beim nächsten wackeligen Move, den wir hier mal nach unten sehen, das wäre durchaus was Passendes, um gegebenenfalls hier die Aufwärtsseite dann bestätigt zu sehen. Ich kann das mal eben kurz andeuten. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir wissen hier irgendwie was Wackeliges in dieser Form oder irgendwas zumindest ABC-mäßig in den halben Bereich. Fibonacci kann da noch eine Rolle spielen. Wäre ein Klassiker.
Und dann gilt ebenfalls so diese Überlegung des Einstiegs hier. Das ist natürlich immer der einfachste Trigger, den ich hier jetzt zeige. Es gibt natürlich andere Varianten, Stichworte haben wir auch immer wieder mal gebracht mit den Oszillatoren beispielsweise, wo man sagen kann, hey, wenn die da drehen, das hilft jetzt natürlich nicht, weil da muss der Kurs bis dahin auch nochmal erst runterkommen. Und dann kann man sagen, wenn er dann runterkommt, dann kann man die Richtung wieder aufnehmen und die war ja hier im hinteren Teil und ja auch übergeordnet durchaus long. Das heißt, da ist man wahrscheinlich nicht ganz schlecht mit aufgestellt, wenn man dann an diesen Stellen eine Long-Position zumindest mal mit einem Stop dann entsprechend einrichtet. So, ich habe schon wieder viel zu lang gesprochen, aber am Chart vergesse ich Zeit und Raum und deshalb beende ich das an dieser Stelle. Wünsche Ihnen, dass Sie heute die richtigen Entscheidungen fällen, viel Spaß haben an den Märkten und dann sehen wir uns ja morgen, wenn Sie mögen, schon wieder.